candy shop, I let you lick the lollipop, go ahead. Give a call. Gott. Ich hab Gott, ist die voll. Sollen wir jetzt? Give me a drink. Nüchtern halte ich das nicht ab. Papa, ich kann nicht mehr. Justin, bitte iss das zahm jetzt. Papa, ich hab heute schon so viel gegessen. Papa, bitte. Justin, ich zahl nicht umsonst Papa, die Leute. Bitte, ich hab genug. Blamier mich nicht. Papa, ich blamier die Leute gar nicht mehr. Soll ich laut werden? Justin, Papa, bitte. Papa, bitte schau nicht. Justin, iss das. Papa, bitte, entschuldige. Iss das jetzt. Papa, ich hab genug. Justin, iss das. Was? Noch genug? Justin, iss. Komm, Jada. Kolumbien. ZTV. Oh mein Gott, ich komme drauf. Warte. Oh mein Gott, krank, voila. Sydney oder Eli? Guck mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich habe auch mal gesagt, du kennst doch die Klitschko-Brüder. Ja. Und da, wo du schon sagst, Brüder sollten sich niemals untereinander entscheiden, wen sie lieber mögen. Deswegen beide. Hast du wieder mal sehr, sehr gut gesagt, mein Bester. Sydney oder Corinna? Ah, that's my brother, that's my mom. Sydney, okay. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Komm heute Morgen 1 Uhr. No, they will come here. I think they will get the hotel. Du kommst hier. Okay. Um 2 Uhr. Um 2 Uhr? Hier. Okay. Und dann wir gehen zum Lederhose kaufen. Wir holen immer einen Lederhosen kaufen. Dirndl. Ja, aber schöne Busen, ne? Und schöne, meine Busen Titties. Sind so yeah. Schön. Yeah. So morgen. Hoch mein, wir sehen die morgen. Mein Body. Der Cosinus ist bei 2π1, das heißt bei Pisa meines Erachtens 0. Nee, da ist er minus 1. Das war doch nur ein Scherz. Ja, was denn? Also bitte, das war doch klar, dass das nur ein Scherz war. Was ist dein Bodycount? Was? Dein Bodycount. Ich war im Englischunterricht Kreide holen. Ah, okay. Du bist ein kleiner Charmeur, glaube ich, oder? Du bist doch hier wirklich, wenn du hier rumguckst und dich umschaust und eben bist du durch die Gänge gelaufen, die Praktikantinnen. Hä, wer ist denn das? Ja, also mein Joker ist auch definitiv jemand, der Single ist, ne? Ah, okay. Alles klar. Ich hasse es, wenn ich jemanden nach der Uhrzeit frage und derjenige sagt, es ist 11:45. Hallo! Ich wollte die Uhrzeit und keine mathematische Aufgabe! Ich bin Feder. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Und in dem bin ich momentan 4 Monate alt. Ich bin Sol, ich bin 19 Jahre alt und meine Pronomen sind they, she. So, ich bin Milo. Ich gehe mit allen Pronomen, und ich bin 13 Jahre alt. Ja, ich bin da Felix, das Alpha von einem Rudel und bin anderthalb Jahre Papi. Ich habe 5 Namen alt. Ich benutze Gabriel, Luca, Buck, Mats und V. Ich bin Sydney. Machst du die Currysoße selber? Die Currysoße mache ich selber, ja. Schmeckt sie? Nee. Leichte Beute. Sind wir auf unserem Weg für den Teufel? Ich hab das Geld nur so rausgeworfen, rausgehauen und hinterher war nichts mehr da, ja. Zum Monatsende habe ich kein Geld mehr, da kann ich mir keinen Tabak mehr kaufen. Eine offene Beziehung. Mhm. Und der findet zum Beispiel sowas geil. So, ich könnte ihn auch Videos schicken, wie ich von einem anderen Typen gefickt werde und der wird's geil finden. Echt? Hm? Krass. Einfach weil ich da so, bin da einfach so eine Hure. So, ich, keine Ahnung.
Also mit einer gewissen Distanz kann ich das geil finden, aber ich weiß nicht, also ich könnte... Ich habe da auch so einen Homie, der das geil findet, zuzugucken, wie seine eigene Freundin geböllert wird. Also wenn ich mir das vorstellen müsste, wie meine Freundin geböllert wird von irgendeinem anderen Typen und ich müsste zusehen, als das Einzige, was ich bekommen würde. Ich glaube, daneben sitzen und zugucken wird er auch nicht. Oder nicht wollen, aber wenn, keine Ahnung, wenn er das zum Beispiel hört oder ich den Videos davon schicken würde, dann findet er das schon geil. Krass. Weißt du, ist doch nice. Ich werde da von irgendeinem anderen benutzt. Ist doch super. Ist doch schön. Ey, ich würde, das Einzige, was ich hätte in meinem Kopf, einen Mordgedanken. Aber ich kann es doch verstehen, wenn man es nicht geil findet, aber.